Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 1 in der Enchanted Version. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, mit Minsk wollen wir noch nicht reden, mit den Jungen brauchen wir wahrscheinlich noch nicht zu reden. Waren wir da schon drin? Gotcha. Ich weiß es gar nicht mehr. Geht zur Seite, Bürger! Hey, da! Wer hat euch gesagt, ihr könntet hier einfach reinkommen? Ihr dürft nur amnische Soldaten rein. Kleine Rotznasen wie ihr seid ja nicht willkommen. Los, raus hier, bevor ich euch in den Hintern treten muss. Hey, tut mir leid, wusste nicht, dass das eine Kaserne ist. Ich werde sofort verschwinden, ja? Gut, lauft mit eingezogenen Schwanz davon. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe wichtige Geschäfte nachzugehen. Geht mir aus dem Weg. Sehr nett. Kann man irgendwas mit denen... Ja, ich weiß. Wir sollen eigentlich verschwinden, aber... ich glaube, die zu knacken, das bringt's auch nicht. Vor allem unter den Augen von den, von den Soldaten hier. Konnte das Schloss nicht öffnen. Nein, da ist einfach noch nicht gut genug dafür. Okay, wir waren da definitiv noch nicht drinnen gewesen. Yep. Eine Sache, die ich jetzt noch machen will. Wir gehen nochmal hier rein. Wir haben doch noch nämlich einen Helm, den wir noch identifizieren müssen. Das habe ich bisher nämlich vergessen gehabt beim letzten Mal. Noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Oh, you bet. Sind doch schon alle da, keine Sorge. So, den Helm, den haben wir nämlich noch nicht identifiziert. Kostet 100 Goldstücke. Ja, okay, das machen wir auf jeden Fall. Infravisionshelm, die Augen der Wahrheit. Als eine Art Totengräberin ließ ich Babette Maelstrom diesen Helm als Hilfe für ihre Ausflüge in die Kerker und Verliese bauen. Später führte sie ihren angesammelten Reichtum ausschließlich auf die Kraft des Helmes zurück, obwohl ihr scharfer Blick wohl auch von Nutzen gewesen sein dürfte. Ah, es gibt eine Infravision. Das ist doch nett. Ich glaube, den Helm werden wir hier auf ansehen. Das sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Der Gürtel der Gegensätze, da wollten wir, glaube ich, nichts machen. Stimmt, da wollten wir uns vielleicht noch einen Krummsäbel oder irgendwas holen. Wir haben ja nur ein Bastardschwert. Und Bastardschwerte sind ja nicht so um die Welt. Fällt mir jetzt gerade so ein. Wenn ich das ja so sehe. Wir sind ja eher... Genau. Krummsäbel, Wakizashi oder Ninjatsu. Da können wir auch gleich nochmal nachschauen. Ach genau, und was anderes wollte ich auch noch machen. Ich wollte mir auch noch eine Formel Fleisch zu Stein kaufen. Das werden wir nämlich auch noch brauchen werden. In demnächst brauchen werden. So, lasst uns doch mal in den Händler gehen. Das war der Händler, richtig? Ja. Lasst uns nochmal schauen, ob wir da vielleicht eine andere Waffe kriegen. Und vielleicht ein paar andere Sachen verkaufen. Not a problem. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Den beschlagenen Desta verkaufen wir, den Gürtler Gegensätze verkaufen wir, der gefällt mir einfach nicht. Das eine beschlagene Lederwams will ich vielleicht noch behalten. Einen Helm würde ich auch gerne noch behalten. Beziehungsweise lassen wir das doch mal. Helm, Keule können wir nicht. Einen Helm wollen wir behalten. Das Bastardschwert bleibt hier. Den Priest verkaufen wir. Das haben wir ja alles schon übertragen. Das Gottschwert, der hier kommt mit. Das können wir ja nicht verkaufen. Das... Ein Bastardschwert werden wir auf jeden Fall verkaufen. Was war mit dem Ring? Der hat, glaube ich, nichts gehabt. Den können wir verkaufen.
Den können wir verkaufen. Die zwei Sachen können wir auch verkaufen. Okay, alles klar. Dann sind wir soweit. Und jetzt habe ich wieder nicht geschaut gehabt, wegen was ich eigentlich gekommen bin. Oh Mann. Hoppla. Quatschwert Ninjatsu. 1W8 Klinge. Das Bastardschwert hat 2W4. Ah, wie war denn das? Wir haben einen Ninjatsu-Hammer, glaube ich, schon in der Hand, richtig? Hat nicht das, was ich gerne hätte. Schade. Hat nicht das, was ich gerne hätte. Aber macht schon mehr Schaden. Also es bringt auf jeden Fall was. So, jetzt haben wir 6 bis 13. Genau. Genau, da haben wir nur 5 bis 11 gehabt. Somit machen wir jetzt halt wieder 6 bis 13, wir machen mehr Schaden und wir haben eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit mit dem Ding. Das bringt auf jeden Fall was. Okay, sehr gut. Not a problem. Dann haben wir das alles hier erledigt. Da hinten waren wir schon. Da müssen wir noch langlaufen. Dann lass uns einfach mal hier noch ein bisschen langlaufen und hier die Gegend aufdecken. Da haben wir zum Beispiel auch nochmal ein Haus und einen Bettler. Das ist die Taverne zum rülpsenden Drachen. Was war hier eigentlich? Schnell speichern. Ach ja, Kuh war das. Ja, und da ist die Garnison. Alles klar. Okay, lass uns mal kurz reingehen. Volo, Schankwert, Aufpasser. Ja, dann reden wir mal mit Volo. Ja. Ah ja, die Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Seid gegrüßt. Ich sehe euch gleich an, dass ihr nicht hier zu Hause seid, sondern auf Reisen seid wie ich. Setzt euch ein Weilchen zu mir, genießt mit mir die Stimmung und lasst uns Geschichten aus fernen und fernscheinenden Landen austauschen. Ich bin durch ganz Verun gereist. Doch nach der Gastfreundschaft eines einfachen ländlichen Festes habe ich bislang vergebens gesucht. Es ist eine Schande, wie jedes Freudenfest durch die Ereignisse der jüngsten Zeit getrübt ist, auch wenn man gute Miene zum bösen Spiel macht. Ihr blickt verwundert rein. So wisst ihr am Ende gar nichts von den Schwierigkeiten, welche die liebenswürdige Einwohnerschaft von Naschkel plagen? Wenn ihr eben erst angekommen seid, kann ich euch berichten, was ich weiß, sofern ihr mir ein Ohr schenken wollt und noch ein Bier dazu gebt. Wollt ihr von dem hören, was in der Mine vorgefallen ist, oder bevorzugt ihr die tragische Geschichte des Hauptmanns der Garde? Erzähl mal was über die Mine. Es heißt, dass überall entlang der Schwertküste, von den Wolkengipfeln bis nach Baldurs Tor, ein Erzmangel herrscht, der den ansässigen Handel fast zum Erliegen bringt. Räuber, angeblich sowohl Menschen als auch Halbmenschen, überfallen Karawanen. Und selbst das Erz, das seinen Bestimmungsort erreicht, wird nach dem Schmelzvorgang auf unerklärliche Weise durch eine seltsame, das eisenschwächende Seuche spröde und nutzlos. Als ob das nicht schon genug Grund zur Sorge wäre, ist auch noch die Produktion in der Mine außerhalb von Naschkel gesunken, wobei die deutlich geringeren Produktionsmengen der Unruhe unter den Arbeitern zuzuschreiben wird. Das mysteriöse Verschwinden einiger Minenarbeiter hat die ganze Gegend in Aufregung versetzt, sodass die Situation durch das nächste Vorkommnis völlig aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Dann erzähl mal,
Vielleicht mehr Geschichte über den Hauptmann. Lasst mich zunächst ausdringen, dann können wir uns die früheren Morgenstunden mit unseren Erzählen vertreiben. Schon überraschend, was man auf einem Bauernkirmes alles lernen kann. So, dann erzähl mal jetzt die Geschichte der Garde. Hauptmann Brage von der Garde von Am ist seit einiger Zeit verschwunden, nachdem sich sein Verhalten seltsam verändert hat. Früher war er ein redlicher Familienvater. Doch plötzlich fing er ein sinnloses Gemetzel an, das in einen Wutanfall ausartete, wie man es noch nicht gesehen hat. Seine Soldaten konnten sich an nichts Außergewöhnliches erinnern, das diese Veränderung hervorgerufen haben könnte. Jedoch scheint ein bestimmter Gegenstand eine Rolle zu spielen. Wenn die Eisenknappheit nicht aufgetreten wäre, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Bevor der Hauptmann durchdrehte, beschafft er sich ein neues Schwert. Ob diese Information von Bedeutung ist, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht war das ein verfluchtes Schwert, das einen in einen Blutrausch stürzt oder sowas. Eine interessante Geschichte, das muss ich nur sagen. Danke, Volo, und viel Glück auf euren Reisen. So, wir haben neue... Steht es jetzt im Tagebuch drin? Ja. Gerücht und Vorfälle. Ein Gerücht von Volo, das heißt, dass überall entlang der Schwarzküste... Ja, das ist das, was er auch schon geschrieben hat. Alles klar. Mine. Da haben wir die Geschichte von Hauptmann Dessier. Da ist das Gerücht von Volo noch mit dabei. Gut. Alles klar. Der Gastwirt. Aber ich glaube, da haben wir nicht wirklich was Wichtiges, oder? Wenn die Produktion in der Mine noch weiter zurückgeht, landen wir im Armenhaus. Wie sieht's aus? Möchtet ihr etwas trinken? Ja, gerne. Gib mal ein bisschen Met her. Ja, okay. Tell me. Das haben wir jetzt neu hier. Es ist erstaunlich, wie sich die Eisenknappheit auf jeden auswirkt. Die Preise steigen und viele Güter, vom Flug bis zum Plattenpanzer, sind kaum noch zu bekommen. Wohin ich auch gehe, die Leute sind angespannt und besorgt um ihre Zukunft. Okay, kann ich aber auch nachvollziehen. Okay, das war also diese Taverne hier. Gotcha. Dann schauen wir noch uns weiter um. Das ist nur eine Bürgerin. Bürger. Edwin. Da haben wir jemand Neuen. Mit dem reden wir gleich. Lasst uns auch erst einmal hier uns weiter umschauen. Edwin zeigt mir jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, das war aber auch ein Charakter, mit dem man... ein NPC, den man rekrutieren konnte, glaube ich. Aber sicher bin ich jetzt hier nicht mehr. Verschlossen. Bist du gut genug für dieses Schloss? Ja, sehr schön. Das hat doch was geklappt. Okidok. Ja? Denn ich verschwinde jetzt. Konnte das Schloss nicht öffnen. Okay, auch hier können wir das Schloss nicht öffnen. Da sind wir weiterhin viel zu schlecht. Aber immerhin, das Ding haben wir aufgekriegt. Wie sieht es denn eigentlich aus? Schlösser öffnen 25 nur. Das müssen wir irgendwie erhöhen können. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir das erhöhen könnten. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Da müssen wir mal abwarten, bis wir ein Dings haben. Stufenaufstieg. So, da hört's auf. Nach Süden. Kommen wir hierher oder hierher, alles klar. Und ich glaube, wenn wir hier rausgehen, kommen wir nur zum Jahrmarkt. Not a problem. Das wird unser nächstes Ziel sein, zum Jahrmarkt zu kommen.
Aber erst machen wir noch diese Gegend hier fertig. Wir haben auf jeden Fall noch einen Named-Charakter. Der Edwin, der wo auf der Brücke steht. Und nur auf uns wartet, dass wir vorbeikommen. Da ist nichts drin. Auch nichts drin. Okay. Da nicht. Dann haben wir noch die Jungen. Ein großer Wasserturm. Mit Wasser drin. Sind wir da eigentlich da schon vorbeigegangen? Nee, an der Kirche sind wir auch noch nicht vorbei. Aber da scheint es eh nichts zu geben. Hier scheinen wir ja nicht reinzukommen. Ray, der sagte, dieses verdammte Spiel fordert von mir zu viel. Okay. So, da haben wir auch alles. Oh, da ist tatsächlich noch ein Haus. Sehr schön. Ah, und das war's auch. Das können wir doch gleich mal anschauen, was das für ein Haus ist. Verschlossen, aber ich glaube, das Schloss könnte auch etwas schwieriger werden. Und das Schloss nicht öffnen. Ja, schade. So, diese Gegend haben wir fast schon angeschaut. Oh, eine kleine Windmühle. Aber kann man nichts machen mit. Schade. Okay. Fehlt noch die andere Seite. Dann haben wir hier alles fertig. Das Herrenhaus kommen wir noch nicht rein. Jetzt fehlt uns noch diese Seite hier. Da gehen wir doch jetzt einfach mal über die Brücke rüber, reden mit Edwin noch. Wenn er noch da steht, aber davon gehe ich aus. Ah, das ist nur ein normaler Burger. Burgerin. Gespeichert ist. Dann reden wir mal mit Edwin. Haltet ein! Ich benötige die Dienste eurer Gruppe. Ja, damit soll... Sie kommen mir gerade rein. Damit soll ich arbeiten. Armselig, aber besser geht's wohl nicht. Ich bin Edwin und ich möchte, dass ihr für mich arbeitet. Alles, was ihr tun müsst, ist die Hexe Dainar zu töten. Warum wollt ihr euch dieser lästigen, aber dennoch notwendigen Aufgabe annehmen? Warum wollt ihr den Tod dieser Frau? Soll ich sie töten, ohne zu wissen, wofür? Ehrlich gesagt, ja, das ist nicht eure Angelegenheit. Ihr müsst nur das tun, was ich euch aufgetragen ist, und ansonsten keine Fragen stellen. Wie lautet eure Antwort? Nein, ich werde nichts nehmen, bevor ich nicht Fakten weiß. Es kommt mir schon etwas, ja, sehr, sehr Dings an. Das Lustige ist, diesen Avatar, den hatte ich, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Das ist genau das, ja, was ich gesagt habe. Es gibt ja, den kann man sich nämlich auch raussuchen, wenn man sein Porträt, seinen Charakter erstellt. Und dann hast du auf einmal einen NPC, der genauso aussieht wie einer selber. Ah, sieht so aus, als müsste ich jemand anderen suchen, der mir etwas heikle Arbeit umzugehen weiß. Fort, ich habe keine Zeit für sowas. Neuer Tagebucheintrag. Wo steht denn das? Edwin und Dania? Ach, hier. In der Nähe von Nashkel habe ich einen Magier namens Edwin getroffen und abgelehnt, eine Hexe namens Danahia für Geld zu töten. Ich wusste mich, Edwin, ich glaubte mich nämlich auch zu erinnern, den kann man tatsächlich auch rekrutieren, aber der ist auch böser Gesinnung. Und ganz ehrlich, einfach so jemanden töten, oh, you bet. Das machen wir nicht mit. Da haben wir auch noch jemanden. Nuba. Hey, ich bin Nuba. Schön hier, hä? Schon ein paar Monster getötet. Need me? Not a problem. Ja, haben wir.
Oh nee, ist das eine Art... Der verfolgt uns jetzt ständig, wahrscheinlich. Wart ihr schon mal in Baldur's Tod? Ich war schon einmal dort. Oh nee, der verfolgt uns. Wer bist du? Was gibt's Neues? Ich wünschte, die Lage hier auf dem Bauerhof wäre besser, aber wenigstens sind wir keine Bergarbeiter. Was könnte besser sein als diese unberührte ländliche Umgebung? Nur wenn wir eine Ernte hätten, würde uns das schon helfen. Seht ihr diese verkrusteten Erdhaufen? Das sind alles Überreste der Ernte des letzten Jahres. Die Sonne hat sie erhärtet und der Pflug zerbricht schon beim bloßen Gedanken ans Umpflügen dieses gemarterten Bodens. Mein Sohn hat versucht, eine neue Saat zwischen den Ritzen zu stecken, doch da wird wahrscheinlich trotzdem nichts wachsen. Nächstes Jahr um diese Zeit legen wir alle in endlosen Elendsvierteln von Atakalta leben. Werden wir leben. Ich wünschte in der Tat, dass die Lage in dieser unberührten ländlichen Gegend besser wäre. Ja, dass hier solche Probleme auch mit der landwirtschaftlichen Dings ist. Ich glaube, das hat auch was mit dieser Erzknappheit und dieser Dings zu tun. Also ich glaube, das gehört zusammen. Na gut, dann sagen wir mal, bis zur nächsten Folge. Mach jetzt hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss.